alle im Stream gerade denken sich, was gucke ich mir da gerade an? Und ich denke mir so, weiß ich ja auch nicht. Eigentlich schon. Eigentlich macht es schon Sinn, ja. Wow, ist das laut. Ist das bei euch auch so laut? Wie laut ist wahrscheinlich eher. Wo kann man in dem Spiel eigentlich... Ja, ist... Okay, wo ist hier... Hitstall, ja. Ah, Options. Aha. So. Und nicht die Diskette auswerfen, Herr Doktor. Nein, ich wollte mal die andere Diskette da reinkriegen. Left-Handed? Nee, ich bin Rechtshänder. Alles cool. Was können wir hier noch machen? Abend. Hi. Abend. Wer immer du bist. Forcing an, hi. Ja, Felix unterstützt uns heute bei der OP. Er ist Spezialist auf dem Gebiet. Welches Gebiet war das nochmal, Felix? Felix? Ja. Hallo? Du wurdest was gefragt. Ja, sorry, ich bin normalerweise nicht hier so aktiv, also ich bin ein bisschen überfragt hier. Okay. Gut, dann haben wir einen. Azubi im OP-Saal ist auch kein Problem, denke ich, für unseren Oberarzt. Jetzt fehlt halt Magnum, ne? Moment hier mal, sollte man hier etwa helfen? Ja. Wir sind komplett live, das kannst du dir so vorstellen, wie in diesen typischen Filmen, wo die OP unten stattfindet und oben die Ränge sind, wo alle zuschauen. Ach, war das nochmal? So, weil ich sehe es gerade mein Handy an und... Also man kann jetzt einfach mal hier so mitquatschen, aber ich wusste jetzt nicht, dass man hier was machen sollte. Du musst nichts machen. Nein, du musst nichts machen. Oh Gott, jetzt geht's los. Ich drück diese Tasten. Wie komme ich mit der Hand runter? Darf noch einer zu mir, natürlich. Heute ist Lerntag. Einfach in den Voice kommen beim Discord. Das ist der Livestream-Channel ganz unten. Während unser Arzt sich noch den Mittelfinger gehen. Nein, nein! Oh, da ist noch eine Diskette. Was ist das? Deep Dungeons of Doom. Komm, das werfen wir jetzt ein. Vielleicht kannst du ja auch Siedler im Surgeon Simulator spielen. Ja, vielleicht liegt ja noch irgendwo eine Siedler-Diskette rum. Aber wie kann ich die denn jetzt drehen? Ach, Oh. Okay. Trick 17. Das war's dann wohl mit den Disketten? Ich hab's gerade gesehen. Warte mal, das Spiel kenne ich doch irgendwoher. Ja, es haben sehr viele YouTuber damals gespielt, als es rauskam. Britannia 8. Ach, scheiß drauf. Ist das etwa dieses komische Doktorspiel, was die Pupils mit Dawn gespielt haben? Haben die Pupils auch gespielt, ja. Ich sag nur Jay. Wo sind hier eigentlich die Add-ons? Es gibt ja dieses Add-on, Inside Donald Trump. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du die zuerst freispielen musst. Aber auch, ja. Name des Patienten Bob. Bob kriegt seine Nieren rausgenommen. Okay, das klingt einfach. Scheiße. Oh, noch den Namen. Oh Gott. Okay, Bob. Oh Mann, wie war das? Ich drück hier. Oh. Noch blutiger, als ich es in Erinnerung hatte. Scheiße. Geh weg, du Tuch. So. Valentin, okay. Ja, das erste Spiel ist schon durch. Das zweite fand jetzt nicht statt, weil einer gefehlt hat. Dann kommt sogar noch unsere Schwester Vanessa zu uns in den Chat, um uns zu beraten. Ja, Vanessa darf der Operationskunst von beiwohnen. Hi, Vanessa. Unser Arzt wird wieder handgreiflich. Ey, Alter, was soll ich tun? Immer komplett. Ich hab gedacht, ich kann so rausreißen, ne?
Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Säge, ein Bohrer, bringt mir nichts. Also grundsätzlich würde ich empfehlen, vielleicht wieder mit dem Hammer erstmal komplett zu zertrümmern. Ah, hier, guck mal hier. Da, hier. Den da brauchen wir. Was ist dem Hammer? Und die Pfandflaschen wegbringen. Und da kommt gleich eine Säge an. Scheiße. Ah, okay. Da müsste auch noch die Oberschwester Ulf. Hi Ulf. Oh Gott, nee. Ah, läuft doch. Muss ich das überhaupt wegmachen da oben? Oh, das sind die Knochen. Der verliert noch kein Blut, dem geht's gut. Okay, jetzt vielleicht. Oh, what? Oh! So. Ach du Scheiße, was passt denn? Weiß ich auch nicht. Aber lasst mich durch, ich bin Arzt. Patrick, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Stimmt's, Vanessa? Der Chat rät dazu, mit dem Bleistift den Darm zu durchtrennen. Was? Mit dem Bleistift? Ich reiß das einfach so alles raus. Ah, komm schon. Klappt nicht so gut, wa? Nee. Bung. Oh Gott. Säge her jetzt. Ich hoffe, King Joe hat die Hände gewaschen, bevor er den Kreis hat. Oh, Scheiße, warte mal, ich muss ihn mal zurück. Ach, Schwester, Schwester King Joe ist auch am Start, prima. Ja, natürlich. Was steht denn an, Herr Doktor? Ah, viel Blut. Kann ich das überhaupt durchschneiden? Ach du Scheiße, der verblutet. Hatte der letztens auch gedacht? Also, ach, nee, wer diese Steuerung sich ausgedacht hat, ja? Also, wer sich diese Steuerung ausgedacht hat, der war wohl auf Crack. Müsste mal Hand Simulator ausprobieren, ist genauso toll. Das ist ein Hand Simulator. Das ist jetzt nicht mehr ganz jugendfrei. Patrick, du musst deinen Speed vielleicht auf 18 stellen. Ach was. Bisschen Blut da. Die sind hier nicht jugendfrei, aller Leute. Das ist Matschgrafik mit bisschen spritzenden Bluteffekten. Ach du Scheiße. Mal ins Hemd hier. Die Schwester sollte mal das Skalpell rüberreichen. Bitte sehr. Ey, es reicht, das ist nämlich ein Hammer. Ey, du musst dazu zugreifen. Ja. Kann jemand, wer tupft dem Arzt die Schweißperlen weg? Ja, oder das Blut, je nachdem. Ey, ui. Dann klärt mich meine auf, was muss ein Patrick entfernen? Ich weiß auch nicht. Jetzt alles raus aus der Mutti. Ah, okay. Ach du Scheiße. Der muss erstmal den, er kriegt ja nicht mal den Dickdarm aktuell. Boah, schön auf die. Kann ich denn? Nein, nein! Ah! Uhr! Ah. 10 Milliliter pro Sekunde, ja. Appetitlich. Ich sollte mal eine Spritze geben, ne? Ja gut, eine Schere einhändig. Einhändig ohne Fingerstab. Glas, geh weg. Zum Teufel, sich gleich wieder selbst. Nein! Nein! Ich hab mich! Ich hab's gecallt! Sag es nicht, die Spritze ist leer! Oh je. Ist ja auch alles selbst aufgenommen. Und ins Auge bitte stechen. Nur da ist es am. Okay, das hat gewirkt. 1 Milliliter. Sie ist leer. Valentin, okay. Heute keiner mehr. Alter, der Arzt ist auf Drogen. Ich glaube, du musst mit der Scherenspitze das einfach berühren, dann wird er durchgeschnitten. Schere? Genau, entweder die Schere oder das Skalpell an die braunen, leicht bräunlichen Stellen. Was? Die vielleicht grünlich aussehen. Genau. Ja, Skalpell greife ich auch mal mit Ringfinger und kleinen Finger. Alter, habe ich jetzt eins? Jawohl. So, was schneiden wir jetzt hier durch? Ach du Scheiße. Das Grüne. Den Effekt an. Den hat er aber ziemlich akkurat.
Naja. Als ob er seine Brotstulle gerade. Hier geht nichts kaputt! Das sieht der Patient aber gerade ganz anders. Schneide mal bitte etwas weiter links. Scheiße. Genau da. Alle im Stream gerade denken sich, was gucke ich mir da gerade an? Und ich denke mir so, weiß ich auch nicht. Wie geht's mir gerade? Ach du Kacke. Alter. Hab ich das durchgeschnitten? Ja, nein. Die eigentliche Frage ist doch, wird er die 15 Milliliter noch schaffen? Oh, wir hatten ja schon durchaus mehr und hat schon 40. Genau. Ja gut, der Patient ist auch gestorben, ne? Der hier auch gleich. Und es war der gleiche Patient. Ich glaube, die heißen beide Bob. Ich frag mich, wer denn wieder zusammengenäht hat. Schreibt mir nochmal in einem Chat Nieren raus im Großbuchstaben. Ja, Hauptziel ist, dass wir den Dicktarm rauskriegen irgendwie. Ich muss doch hier irgendwo mal ansetzen können. Okay. Wisst ihr was? Wir starten hier nochmal neu. Bevor der hier jetzt stirbt, neu starten. Fuck! Führe eine doppelte Nierentransplantation durch. Das hört sich doch... Eine doppelte? Also beide Nieren raus. Oh mein Gott, ich renn drunter. Die Nieren sind... hier oben. Ich so gleich eine doppelte. Genau bei den Lungenflügeln, genau. Da drunter. Ich muss doch irgendwie... Alter, wie die den halt schon aufgeschnitten haben hier, ne? Ich hab noch nichts gemacht. Sei doch froh. Das ist die Vorbereitung, die wir jedes Mal für unseren Arzt machen. Läuft. Ich würde sagen, Knochen mit einem Hammer durchbrechen und dann raus. Ja, Hammer ist eine gute... Nein. Ich habe keinen Hammer mehr. Und Plastflasche Hammer weg. Mezzomix. Ah, Mittelfinger, Ringfinger, beste Griff. Ja, diese Steuerung ist so krebs. Wir sind leider im ersten Semester unserer Nein. Ich weiß genau, was ich tue. Ich bin Arzt, lass mich durch. Ich weiß genau. Erstes Semester, das ist wohl eher Grundschule. Ich bin durch, lass mich Arzt. Ach du Scheiße. Bröckel die spannendste Frage wird sein, schafft Patrick das mit weniger Neustarts als die Wikinger 5 Mission? hat er die denn mittlerweile? Ich hab die auch nicht. Nee. Nein, er wartet immer noch auf das Lösungsvideo vom Hacker. Das Lösungsvideo gibt's schon längst. Ach, ich hab den Proben gar nicht mehr hingucken. Das ist wirkliche Maßarbeit, die er dann macht. Eigentlich könnte er auch Zahnarzt sein. Was? Staubsauger. Ja, mal absaugen, bitte. So ein Dyson-Sauger. Komm schon. Jawohl. Wenn unser Arzt versucht, den Zahnstein in der Bauchhöhle zu wegzumachen. Den Zahnstein. Zahnstein muss ab. Oh, eine Patient gute... ja fast jeglich ein paar Zähne verschluckt. Nein, die Rippen werden einfach so wieder reingelegt und das regelt der Körper schon irgendwie. Da kommt der Heilungsstrahl vom Medic aus Team Fortress und dann geht das. Eigentlich könnte unser Arzt auch jetzt mit diesen ganzen Stücken ein Puzzle machen. Ach, das war klar. Ein Mandala. Was er ja gerade versucht. Ey, Henny? Ja, bitte. Ich bin ja ruhig gerade verwirrt, wo die Nieren sind. Bandelatenz. Das hat ein bisschen gebraucht. Wenn du so eine kleine Blutfontäne willst, musst du den Bleistift nehmen und in die Leber pieksen. Kann ich nicht irgendwie mit einem Bleistift da reinpieksen und es dann damit hochziehen?
Na, brauchst du Harpune, etwas mit Widerhaken. Haben irgendwas mit Enterhaken? Ja. vielleicht solltest du erst deine Ureimer ausziehen. Das war sonst immer der Trick. Keine Ahnung, wie das geht. So, wie mache ich jetzt hier weiter? Ich nehme einfach mal die Segel. Jetzt müsste die Uhr in den Körper fliegen. Dann. Oh, da kommt wieder das Schlachtermesser. Verdammt. Wie soll man denn jetzt an diese scheiß Nieren rankommen? Ey, du musst schon den ganzen Darm da entfernen. Ja, und wie? Der will ja nicht. Ach, mein Gott. Ist ja aus Titan. Also beim, am besten die Segler da gerade. Okay. Was? Die Scheiße geht nicht raus! Ich glaub, da rechts unten ist so eine braune Stelle. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht schneiden könnte. Genau, einmal unten rechts. Oder wir fangen am besten auf der linken Seite an mit dem Skalpell. Da, wo der Knick ist. Der Knick. Diese leicht dunkleren Stellen sind das, glaube ich. Genau. Oder leicht rötlich, sag ich mal. Haben wir irgendwie Messer parat hier? Ganz viel Eleganz. Links unten das Stück, was so ein bisschen. Komm nicht hin. Bis mit dem Winkel versuchen. Vielleicht solltest du mal als Rechtshänder spielen. Spiel ich doch. Oh, ich hab was durchgetrennt. Ohoho. Du hast den Dünndarm erwischt. Mir doch egal. Dick, dünn, links, rechts, Darm. Den dicken mit. Jetzt rechts unten, da ist auch noch so eine dunkle Stelle. Siehst du die? Nein. Na, das geht auch so gerade runter und dann wird's da ein bisschen dunkler und dann wieder heller. Genau, ja, da. Genau, da. Und für alle neuen Zuschauer, die bei der letzten OP nicht dabei waren, ja, Patrick hat bei seinen Kindern die Nabelschnur durchtrennt. Ah, guck mal. Was willst du damit sagen? So, das haben wir auch durchtrennt und jetzt? Das war ein böser Schnitt. Dass er das auch mit dem Akkuschrauber gemacht hat. Jetzt mal hier irgendwo. Wie doch sonst, ne? Ich hol die ganze Wurst da raus durch? Und leg ihm die ins Gesicht. Wieso denke ich bei diesem Bild jetzt gerade an Schinken? Schinken? Ja, ich krieg solche. Ja, es gibt solche Packen mit Schinken in Scheiben und die sehen ungefähr genauso aus wie der Darm da, wenn er gestapelt ist. Wo sind denn da jetzt eigentlich noch Stellen, wo man schneiden soll? Na, der Titel vom Stream ist ja ganz okay. Steht da. Und danach Search and Simulator. Ja, ich glaube, das meinte Daniel auch für YouTube. Aber da kann ich es nicht ändern. Hat er denn jetzt? Kannst du nicht? Auf der rechten Seite hat er gelöst. Aber auf Twitch kannst du ändern. Auf Twitch habe ich das schon geändert, ja. Hat unser Arzt schon auf der linken Seite den dicken Darm getrennt? Den dicken Darm auf der linken Seite? Die dicken Damen. Also leicht oberhalb der ersten Schnittstelle des dünnen Darms. Wahrscheinlich ist es komplett vertauscht. Hey, mal ein bisschen rumwursteln. Das hat jetzt was gebracht. Jawoll! Yeah! Okay. Ach, hau weg, den Scheiß. Das ist die Willkommenskette für die Leute, die jetzt reinkommen. Oh, wow, und so werden die Oh, die Spritze wäre. Die Spritze wäre natürlich gut jetzt angebracht, nochmal. Okay, um Schwester. Danke geht raus an Evergrey. wie das Blut auf dem Arm glänzt.
Oh cool, Multitasking. What the fuck? Scheiße! Ah ja gut, hat noch gereicht. Die Sprinne ist. Egal. Die Spritze ist weg. Okay, zum Selbstspritzen. Auch gut. Ach du Scheiße, pack das Ding doch mal weg. Ich glaube einfach so grob rein. Ich frage mich die ganze Zeit, für was ist eigentlich der Löffel? Zum Augenaushöhe. Zur Aushöhe. Muss wahrscheinlich am Ende vom Magen zum Dünndarm da schneiden, das könnte ich mir vorstellen. Genau, ganz oben an der. Am Eingang. Oh, eine Leber. Dann haben wir eine Leber und eine Lunge. Früher, meine Leber war, ist heute eine Minibar. Hahaha. So. Dieser Spruch ist doch schon so alt. Zwischen Leber und Milz passt noch locker ein Pilz. Ich bin auch schon uralt. Sag mal auf. Yeah! Ich glaube, es ist Erfolg geführt. Weg mit der Sünze da. Es ist noch ekliger. Das Glück des Ungefülltes. Ach, guck mal, da sind die. Was sind die Nieren? Ach, ist das eklig. Kille. Was denn jetzt noch? Messer. Schere, wo ist die Schere? Ja, wahrscheinlich diese Nierenröhren da. Diese gelben abmachen. Ist das helle dann die Galle oder was ist da nochmal? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Könnte sein, eventuell. Einen Augenblick mal, wenn es das helle ist der Magen, Alter. Genau, aber wir müssen. Ach, stimmt den, ja. Ich würde sagen, wir müssen den Magen auch noch rausnehmen. Ach, wieso gleich noch den Magen raus? Warum blutet der, wenn du in seine beweglichen Leber stichst? Wo könnte ich denn hier noch schneiden? Da oben. Messer. So Leute, ich muss mich mal rausklinken. Mein Tempel ist hier gerade am Sterben. Hau rein. Okay. Der Patient ist am Sterben. Na dann. Ja, das ist der Patient und das Tablet. Ich muss immer überprüfen, ob man schon was in der Hand hat. Ja, mir fehlt so ein bisschen das Feedback. Der Arzt sollte oben die beiden. Was haben wir denn da? Magen und was dann mit dem Leber daneben? Ebenfalls entfernen. Okay, da. Boah. Blutet er einfach nur. Kannst du den da nicht rausziehen? Ja, irgendwie ja nicht. Ist doch schon relativ locker. Das Ding ausnehmen wie ein Fisch. Dein Arm ist bestimmt auch sehr hygienisch. Unansteckend. Was denkst du, wie sich Covid-19 ausgebreitet hat? Hauptsache er hat eine Maske auf. Hauptsache er hat eine Maske auf. Vielleicht wissen wir noch den Knochen dort links absägen. Aber die Leber, die ist ja eindeutig schon freischwingend. Die kann man auch bestimmt rausnehmen. Ich glaube, der ist gleich tot, ne? Hat kein Blut mehr. Hey, ja. Ah, komm mal rein da. Alles Ruhe. Es ist eh zu spät. Kann man ein bisschen Spaß haben. Ah, perfekt. Ein Schokobrunnen aus Blut. Komm schon. Irgendwo hängt das Ding. Ja, jetzt kriegen wir es hin.